Ja, wir sind jetzt auf der Donauinsel und das schaut ja ganz, ganz toll aus. Was ist das genau? Ja, die Spuso Sportinsel ist entstanden aus einer Kooperation zwischen Spuso, zwischen der Stadt Wien und der Sportbox. Und wir haben uns als Ziel gesetzt, hier auf der Donauinsel, was ja eine total schöne Gegend bietet, mitten da in Wien, sportliche Betätigungen anzubieten, aber auch begleitet mit einem guten kulinarischen Beigeschmack. Also man kann hier auch was Gutes verköstigen und so kann man Sport machen, man kann sich hier einfach auch in die Sonne legen und man kann was essen und was trinken. Was wird denn angeboten an sportlichen Möglichkeiten? Ja, verschiedenste Sachen, Beach, Volleyball, Paddle, Tennis, Stand-up-Paddeln, also viele verschiedene Sportarten. Ich glaube, da kann der Tom noch wesentlich mehr sagen als ich. Wir haben heute auch unser Fußball-Dart dabei. Das ist ein 5 Meter großes Dart, wo man mit einem Fußball drauf schießen kann. Also ich glaube, da fehlt es an nichts. Da bieten sich sehr viele Möglichkeiten. Wenn ich da herkomme und da mitmachen will, was kostet mir das? Ja, da möchte ich verweisen an den Tom, der ist da. Grundsätzlich sind die der richtige Gesprächspartner für die Frage. Also die Plätze sind grundsätzlich, wie der Franz Bichler schon erwähnt hat, stellt die Stadt Wien das zur Verfügung. Der Stadt Wien gehört auch der ganze Platz und die Plätze sind frei bespielbar. Es gibt beim Paddle-Tennis-Court gibt's eine kleine Gebühr, die sind nämlich extra auch gebaut worden. Beachvolleyball ist frei, der Multicourt, wo man Streetball, Handball und Fußball spielen kann, auch frei. Und gegen eine ganz kleine Leihgebühr kann man auf den über 20.000 Quadratmeter großen Areal auch Sportgeräte ausborgen, so wie Spikeballs, Playfinities, Fußbälle, Frisbees und so weiter. Also es soll kein Kostenfaktor sein, die neue Spuso Sportinsel nutzen zu dürfen. Es kann nichts passieren, weil auch gegen Hunger und gegen Durst, haben wir gerade erfahren, gibt es auch was Gutes. Richtig, wie man hinter mir schon sehen kann, hat der Mike Hölliger und sein Gastro-Team von der Spuso Sportinsel heute eröffnet. Die Zapfhähne sind offen für antialkoholische Getränke, für Bier, für kleine Speisen auch. Also es ist uns ganz wichtig, dass wir hier Chilled Food auch anbieten, also nachhaltig auch arbeiten. Und das wird sich auch entwickeln, die Speisekarte, je nach Feedback unserer vielfältigen Gäste, auf die wir uns schon sehr freuen. Jetzt, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, also angenommen vom Beachvolleyball, gibt es da irgendeine Unterstützung? Definitiv. Hinter mir erwärmt sich gerade der Vize-Weltmeister Clemens Doppler auf, der ist Mitgesellschafter in der Sportbox, die Mitbetreiber der Spuso Sportinsel ist und den wird man immer wieder da treffen, beziehungsweise der Richie Müller mit den Timeout Beach Camps bietet ein vielfältiges Programm. Also wir haben Trainerstunden, wir haben Dinge zum Ausprobieren, Beach Yoga werden wir auch anbieten und da haben wir ganz viele Ansprechpersonen, die man bei uns trifft. Und über die Website auch, die ist auch ab sofort online, www.spusosportinsel.wien, dort findet man das Angebot nochmal zusammengefasst und auch den Kontakt von uns. Also es ist wiederum ein ganz ein tolles Angebot da in Wien und ich glaube, jeder, der noch halbwegs sportlich begeistert ist, sollte das einmal anschauen und nutzen. Ja, richtig, ganz sicher. Wir haben uns da auch mitbeteiligt, weil wir auch unsere Mitarbeiter noch mehr in den Sport bewegen wollen. Wir machen schon sehr viele sportliche Betätigungen, aber das ist jetzt noch einmal eines zusätzlich. Und uns ist wichtig, dass die Leute gesund leben, Sport betreiben und auch essen und trinken. Sage ich schon recht herzlichen Dank und gutes Gelingen. Vielen Dank. Vielen Dank, danke. Ja, großartiges Projekt. Sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir heute die Spuso Sportinsel eröffnen dürfen. Ich glaube, die Vielfalt macht es aus. Ja. Zum einen einfach die Kombinationen von vielen Sportarten. Man kann Soccer, Handball, Basketball spielen, Paddeltennis, Beachvolleyball natürlich und auch diese nette Atmosphäre an der Beachbar. Und ich glaube, das kann sich durchaus zu einem Hotspot in Wien entwickeln. Selbst kein Beachvolleyballer, sondern ich glaube aus dem Handball, ne? Genau, jahrelang Handball gespielt, aber bin mit dem Clemens Doppler sehr gut befreundet und haben ja aus der Sportbox heraus, was wir gegründet haben, einfach viele Sportarten und Sportler miteinander vernetzt. Deshalb passt das Konzept hier auf der Spuso Sportinsel sehr gut mit der Sportbox und von daher ja, sind wir froh, dass wir jetzt endlich loslegen dürfen. Dann sind wir schon gespannt, wie das es wird sicher sehr gut angenommen und wir werden sicherlich auch im Nachhinein noch einmal darüber berichten. Das würde uns sehr freuen. Danke fürs Kommen. Danke. Ja, erstens einmal freut es mich, in Clemens Doppler hier stehen zu haben. Man sieht den Größenunterschied, aber das ist wahrscheinlich beim Volleyball ganz wichtig, beim Beachvolleyball. Sicherlich auch einer, der dazu beigetragen hat, dass Beachvolleyball in Österreich so einen Hype erfahren hat. Ja, ich glaube, so in Kombination mit Hannes Jagerhofer, seinen Turnieren, war das sicher eine gute Kombination, dass wir halt bei sehr vielen seiner Turnieren in Österreich gut abgeschnitten haben. Wir haben da die Initialzündung miterlebt 2001 in Klagenfurt, wie erstmals die WM war. Und vor 2 Jahren natürlich das Highlight mit der Donauinsel, wo wir im WM-Finale gestanden sind. Das war sicher das Highlight von Hannes und von mir. Und ich glaube, dass mittlerweile Beachvolleyball in Österreich kein Trendsport mehr ist, weil Trend geht und kommt und ist dann wieder weg. Aber es hat sich, glaube ich, mittlerweile echt etabliert zu einer sehr guten Sportart. Ich kann nur sagen, wie das auf der Donauinsel war, das war Gänsehaut pur damals. Also das war ja wirklich eine tolle Sache.
ist Volleyball, also Beachvolleyball, was macht das aus? Was macht das aus? Es ist halt absolut keine Quiet-Please-Sportart wie zum Beispiel Tennis. Bei uns ist ganz wichtiger Faktor, sind die Leute auf der Tribüne, ist Musik, der DJ, das heißt, es ist so ein Zwischenspiel zwischen den Leuten, die auf der Tribüne ihre Party feiern, gemeinsam mit unseren sportlichen Leistungen unten am Platz. Und das ist immer so eine Kombination zwischen Urlaubsfeeling, Party und Sport. Und ich glaube, dieser Mix von diesen drei Sachen macht es unterm Strich aus und ist ja, seit den letzten Jahren auch sehr erfolgreich. Da sage ich schon recht herzlichen Dank. Und vielleicht haben wir das Glück, dass wir den einen oder anderen Star von morgen dann da treffen. Das wäre natürlich das große, große Ziel, dass man irgendwie dann wen rekrutieren kann, der sagt, der hat da begonnen und hat dann vielleicht auch irgendwann einmal eine Karriere hingelegt. Das wäre natürlich eine schöne Geschichte. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und nochmal alles Gute. Dankeschön. Ja, also ich freue mich sehr, weil wir den Sand nachnutzen vom jährlichen sozusagen großen Beachvolleyball-Ereignis. Und wir haben ja letztes Jahr versprochen, dass wir da Plätze öffentlich zugänglich machen. Das haben wir jetzt sozusagen dieses Versprechen erfüllt. Und ich freue mich, dass wir mit der Sportbox hier da ein tolles Betreuungsteam vor Ort haben, dass es auch sozusagen die Möglichkeit gibt, sich zu erfrischen, andere Dinge noch auszuborgen. Also ich finde, das ist jetzt eine schöne, runde Sache geworden und eine Bereicherung für die Donauinsel. Und für den Bezirk natürlich eine ganz tolle Sache. Für mich ist eine ganz tolle Sache. Die Donauinsel ist ja Naherholungsgebiet für die Floridsdorferinnen und Floridsdorfer und in Zukunft noch mehr natürlich auch für sportliche Aktivitäten, die es auch schon in der Vergangenheit gegeben hat. Aber ich glaube jetzt mit dieser Kooperation noch besser und noch schöner für die Menschen. Wir haben mit der Volleyball-Ikone gesprochen. Vielleicht entsteht der nächste Volleyball-Weltmeister da auf der Donauinsel. Ja, also das kann man jetzt auf jeden Fall nicht mehr ausschließen. Ich glaube, wir haben die Rahmenbedingungen dafür gelegt. Jetzt brauchen wir noch ein paar junge Talente, aber ich bin mir sicher, die werden sich rasch finden. Ich hoffe, der kommt aus Floridsdorf. Ja, ist eine Möglichkeit. Ich kann mir das auch durchaus gut vorstellen. Die Rahmenbedingungen passen. Gut, da sage ich danke. Ja, fein. Jetzt haben wir den Mann da, der verantwortlich dafür ist, dass Beachvolleyball so einen Hype erlebt hat. Ja, wir haben jetzt 23 Jahre geübt und jetzt schauen wir, dass wir es heuer wieder schön auf die Reihe kriegen. Mein Team arbeitet das ganze Jahr daran und jetzt mit diesen Sidecards da, die sind schon gewaltig, haben wir große Freude. Und wenn man sich, kann mich erinnern, wie Doppler gespielt hat da auf der Donauinsel, war das die erste Saison, glaube ich, was da gespielt haben? Ne? Weltmeisterschaft, das war wirklich Gänsehaut pur damals. Ja, das ist generell in Österreich, wir sind jetzt doch noch 20 Jahre in Kärnten oder 21 Jahre, das ist, du hast halt pausenlos Gänsehaut, wenn du am Center Court stehst und da natürlich noch Ärger in Wien, weil es noch größer ist, noch die Fläche größer ist, viel mehr Leute da sind. Wir haben 180.000 Besucher gezählt bei der WM. Und auch letztes Jahr waren wir ein bisschen drunter, aber das hatte 5 Tage weniger gedauert. Und ja, das ist eine riesen Geschichte. Und ich glaube, das wächst nach wie vor. Und, aber man sieht, ich glaube, es sind seitdem wir jetzt Beachvolleyball organisieren, sind 3000 Plätze in Österreich gebaut worden. Also das merkst du schon, dass das nachhaltig ist. Was macht es so aus, diesen Sport? Was diese Faszination des Sportes? Na, ich glaube jetzt, wenn man als Zuseher sieht bei einer Veranstaltung, ist es sicher die Energie, die im Stadion ist, dieses Musik, das Publikum ist Bestandteil des gesamten Geschehens. Wenn ich das als Sportler sehe, ist es einfach wahnsinnig athletischer Sport. Du musst extrem fit sein am Sand. So ein großes Feld abzudecken zu zweit ist brutal. Aber es ist halt ein wunderschöner Sport. Du bist in der Sommersonne und wenn du das magst, glaube ich, gefällt dir das. Also ich glaube, es geht nur aufwärts mit dem Beachvolleyballsport und wir freuen uns schon auf die nächsten Turniere. Ja, heuer im Sommer ist es ja wieder soweit und ich glaube, das wird wieder, wenn wir da ganz was Schönes erleben und die Donauinsel ist perfekt für sowas, also schöner geht's nicht. Dankeschön. Danke. Danke. Ja, Volleyball ist eine ganz tolle Sache und überhaupt, wenn man es da in der frischen Luft machen kann. Ja, natürlich, Beachvolleyball ist eine große Nummer. Überhaupt die ganzen Sportarten, die da jetzt kreiert werden. Ich hoffe, dass sich viele Kinder und Jugendliche da bewegen. Und wir haben ja auch da heute bei der Eröffnung das erste Turnier von Wiener Beachvolleyball Kinder Cup gemacht. Vormittag, Nachmittag ist noch ein Turnier. Dann wird es noch 4 oder 5 Turniere in Schulen geben. Und das Finale von dem Wiener Beachvolleyball Kinder Cup wird dann am Center Court vom Beachvolleyball Major Turnier sein. Und das wird ein großes Kino sein und auch live im Fernsehen übertragen. Kann man sagen, dass Beachvolleyball einen sehr starken Zulauf hat? Naja, Volleyball ist der meistbetriebenste Sport der Welt. Der Weltvolleyballverband ist der größte Sportverband der Welt und Volleyball pumpt überall.
in der Welt. Was ist da so interessant am Volleyball, dass das so hypt? Punkt 1, kannst du es überall spielen. Du kannst es spielen am Strand, am Gras, am Beton, im Schnee. Es gibt ja mittlerweile auch schon Snowvolleyball. Man kann das gemischt spielen, Frauen und Männer. Und es ist ganz einfach, du brauchst kein Geld, Schuhe, Hosen, Leiberl, ein Netz, zwei Stangen und los geht's. Wenn man sich die Spitzenspieler anschaut, ein absoluter Hochleistungssport. Ja, das kann man, wenn man sich anschaut, die verdienen siebenstellige Millionenbereich. Also das ist großer Profisport. Tschüss. Tschüss.